Ja, dann werde ich auch noch mal ganz kurz. Ich denke, es ist auch eine Frage der Verantwortlichkeit. Die Menschen, die diese Medien machen, haben vielleicht auch mal Ideale gehabt, auch Vorstellungen gehabt, wie sie sich ihren Beruf vorstellen. Es gibt ganz viele engagierte Leute da, nur leider kommen die nicht an. Was ankommt, sieht man in der Tagesschau, in den Tagesthemen. Es ist auch nicht ein ARD-spezifisches Problem, das sehe ich auch bei den ZDF und bei den anderen sogenannten öffentlich-rechtlichen oder auch bei den privaten gut, von denen kann man nichts anderes erwarten. Aber was ich erwarte, wenn Berichte kommen, ist, dass sie Fakten haben. Sonst ist das nämlich, was die ARD macht, um 20 Uhr bis 20.15 Uhr für mich ein Shitstorm. Wenn man mir erzählt, da sind nur 3.000 Leute auf dem Platz und da sind 50.000, dann ist das ein Shitstorm sondergleichen. Wenn man die Skandale um den Verfassungsschutz auf das NSU-Problem reduziert, dann ist es ein Shitstorm sondergleichen. Wenn man Hartz-IV-Empfänger als bildungsferne Schichten darauf reduziert, dann ist das ein Shitstorm sondergleichen. So, wer hat angefangen mit dem Shitstorm? Die Leute, die auf die Straße gehen? Die sich wehren? Die Leute, die auf Facebook einen dicken Hals kriegen und sich manchmal auch vielleicht im Ton vergreifen? Das ist ein Shitstorm. Nein, meine Freunde, bei ARD und ZDF sitzt man beim Shitstorm in der ersten Reihe. Ja? Ein ganz kleines Beispiel, mal ganz abgesehen von der Politik. Da gab es mal ein Pokalspiel zwischen Düsseldorf und Berlin. Ich habe das Pokalspiel im Fernsehen beobachtet. Ich habe an dem Abend noch zu meinem Kumpel gesagt, wie berichtet wird. Und ein paar später wurde so berichtet. Über wildtätige Hooligans, da konnte man Düsseldorfer vom Berliner nicht mehr unterscheiden. Ja, das ist der Kleister, der angerührt wird. Zwei Tage später ist alles vergessen und alles geht seinen sozialistischen Gang. Willkommen im Tarn der Ahnungslosen. Ja, und ich möchte euch auffordern, auch an Demonstrationen mehr teilzunehmen, weil ich denke, es bringt was. Eine Haltung gehört auf die Straße, Leute. Absolut. Ja? Und wenn wir in den Medien keine Haltung dagegen stellen und nur weiterhin Rückgrat wie ein Aal haben, tut mir leid, dann werden wir wissen, wer wo steht. Danke sehr.